Im Museum in Bautzen am Kornmarkt gibt es am Mittwoch zwei Veranstaltungen. Um 10 Uhr heißt es Märchenhaft bei der Spurensuche mit den Gebrüdern Grimm. Ab 13 Uhr ist das Thema ins Netz gegangen. Es geht um fantasievolle Nagelbilder. Mitmachspiele innerhalb der Ferienspiele der Kinderstadt Görlitz gibt es am Mittwoch am Berzdorfer See. Start ist um 10 Uhr. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda steht am Mittwoch ab 11 Uhr Tanzen mit Franzi auf dem Plan. Ab 15 Uhr stehen die offenen Hausangebote zur Verfügung. Ab 18 Uhr ist Dance Aerobic nur für Erwachsene. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder im Plauderstübchen der AWO in der Münsterstraße 26. Es öffnet um 14 Uhr. Auf der Beachvolleyballanlage in der Straße des Friedens kann ab 18 Uhr Freizeitvolleyball gespielt werden. Sie können am Mittwoch in Losa Blut spenden von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Oberschule. Clubnachmittag ist am Mittwoch beim Spätleseverein in Hoyerswerda in der Broilerbar. Um 14 Uhr beginnt ein Spielenachmittag. Im Natz in Hoyerswerda am Markt steht am Mittwoch ab 14 Uhr Tierpflege im Mittelpunkt. Von Clownsfisch bis Kornnatter gibt es viel Wissenswertes über die Tiere zu erfahren. Innerhalb des Ferienprogramms im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz ist am Mittwoch dort offener Treff, Start 14.30 Uhr. Der Zirkus Afrika gastiert ab Mittwoch bis zum 12. August in Cottbus-Hagenwerder Straße in der Nähe der Europakreuzung. Vorstellungen gibt es täglich 16 Uhr, am Samstag 16 und 19 und Sonntag um 11 Uhr. Am Mittwoch ist Kindernachmittag, Erwachsene zahlen Kinderpreise. Herr Doktor, die Kanüle klemmt, ist der Titel einer weiteren frivolen Komödie am Mittwochabend im Amphitheater in Großkoschen. Beginn 19.30 Uhr. Das Boulevardtheater Dresden bringt sie auf die Bühne am Senftenberger See. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Ins Kino in Cinemotion in Hoyerswerda wird am Mittwoch zur Preview geladen. Ab 20 Uhr läuft Mission Impossible Fallout in 3D. Und ein Hinweis noch für den Donnerstag. Ab 9 Uhr geht am Donnerstag auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda der Workshop Kinder- und Jugendvarieté Lausitzer Jumping Smileys weiter.